In Schwandorf dreht sich was. Und das nicht nur wie hier am Glücksrad im Büro der Wirtschaftsförderung. Am Tag des offenen Rathauses, am Sonntagnachmittag, präsentierten sich alle Bereiche der Stadtverwaltung der Öffentlichkeit. Ein neuer Start, wie Pressesprecherin Maria Schurer sagt. Das ist jetzt der erste Tag der offenen Tür seit 2007, seit 12 Jahren. Wir haben gesagt, wir machen jetzt mal einen Versuch. Es tummelt sich hier jung und alt bei uns im Spitalhof. Ob das jetzt beim Zauberer ist, drin in der Spitalkirche, beim Kuchen essen und Kaffee trinken oder drin auch die Führungen, die im Archiv angeboten werden, im Standesamt oder auch im Amtszimmer des Oberbürgermeisters. Unsere Auszubildenden stellen ja die Ausbildungsberufe vor. Wir haben insgesamt 11 Auszubildende, die können sich auch nochmal präsentieren. Wir als Stadt können uns auch als Arbeitgeber präsentieren und natürlich als Dienstleister und natürlich als Institution, die für den Menschen da ist. Und so wurden in vielen Amtszimmern Gespräche geführt, Spaßfotos geschossen und freilich durfte auch die zünftige Musik der VHS-Jugendblaskapelle und Schmankerl vom Grill nicht fehlen. Der Oberbürgermeister betonte den Teamgeist am Tag des offenen Rathauses. Einen ganz besonderen Dank möchte ich meinen Mitarbeitern zollen, die ja das Ganze organisiert haben und die auch sich heute bei herrlichstem Wetter diesen halben Sonntag um die Ohren schlagen, wieder einmal im Rathaus zu sein. Es ist schon ein besonderer Dank wert. Am Schluss wurden 10 Gewinner des Preisausschreibens gezogen, Sachpreise Schwandorf-Zehner Bierführung. Und den Hauptpreis, den zog diese kleine Glücksfee hier. Die Gewinnerin aus Lindenlohe darf einen ganzen Tag lang den Oberbürgermeister begleiten. Das heißt viel Arbeit, aber auch eine tolle Aussicht aus dem 5. Stock des Schwandorfer Rathauses.